Tagesordnungspunkt Nummer 15 auf. Das ist die Beratung des Antrages der CDU-CSU mit dem Titel Lehren aus dem Flughafenchaos, Passagier- und Gepäckkontrollen sicher, effektiv und zukunftsfähig aufstellen. Für die Aussprache ist eine Debatte von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte jetzt, die Plätze einzunehmen und bitte ich um Ruhe, sodass wir beginnen können und dem ersten Redner gut lauschen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, bitte Sie auch, dass Sie zügig jetzt sich hinsetzen oder diejenigen, die der Debatte nicht folgen wollen, hinten Platz nehmen oder den Plenarsaal bitte verlassen. Und dann erteile ich das Wort dem ersten Redner der CDU-CSU-Fraktion, Christoph de Vries. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele von Ihnen werden die Bilder dieses Sommers an den deutschen Flughäfen vielleicht noch vor Augen haben. In diesem Sommer haben wir an den deutschen Verkehrsflughäfen zum zweiten Mal nach 2018 eine Situation erlebt, die für die Passagiere nervenaufreibend, zermürbend und am Ende für alle Beteiligten auch unbefriedigend war. Lange Wartezeiten beim Check-in, an den Sicherheitskontrollen, bei der Gepäckausgabe, stornierte und umgebuchte Flüge und teilweise überlastete Hotlines waren die Folge von mehreren Ereignissen. Und das Ganze hat sich im Ergebnis zu einem Flughafen-Chaos aufsummiert in Deutschland. Man muss sagen, insgesamt war das für die Passagiere, Tausende in Deutschland, eine einzige Zumutung, die auch unseres Landes ehrlich gesagt unwürdig ist, meine Damen und Herren. Und auch ich habe das selbst erlebt mit meiner Familie. Und wir wollen, dass sich dieses Flughafen-Chaos, das tausende Fluggäste leidvoll erlebt haben, nicht wiederholt, meine Damen und Herren. Und dafür braucht es strukturelle Veränderungen in der Organisation der Luftsicherheitskontrollen und keinen hilflosen Aktionismus, wie ihn die Passagiere diesen Sommer eben auch erlebt haben. Wir haben es erlebt, die Pressekonferenz der Minister Wissing, Faeser und Heil. Dort wurde kurzfristig die Anwerbung von 2000 Arbeitskräften aus der Türkei angekündigt. Das war jedenfalls keine Lösung, sondern das war ein PR-Flop ohne jede Wirkung. Das muss man hier auch mal ganz klar an der Stelle sagen. Denn tatsächlich waren bis zum 20. August gerade mal 60 Hilfskräfte in Deutschland eingetroffen und nennenswert mehr dürften es bis heute auch nicht sein. Und damit stehen die Flughäfen heute strukturell auch nicht besser da, als es im Sommer der Fall war. Die Ursachen sind auch klar. Wir hatten Engpässe bei den Personalbeständen, was vor allen Dingen darauf zurückzuführen ist, dass die Anfrage sehr kurzfristig anzog. Wir haben einen allgemeinen Arbeitskräftemangel, hohe Krankenstände durch Corona und natürlich auch einen gewissen Wiedereingewöhnungseffekt, weil der Luftverkehr in Deutschland nahezu 2 Jahre zum Erliegen gekommen war. Und die Probleme gab es auch bei den Luftsicherheitskontrollen, für die die Bundespolizei und damit letztlich auch Bundesinnenministerin Faeser Verantwortung trägt. War es aber auch, die Probleme sind nicht neu. Wir haben sie schon mal erlebt. Und eine grundsätzliche Ursache ist für die wiederholten Probleme das fragmentierte und komplexe System der Luftsicherheitskontrollen in Deutschland. Und ich bin der Überzeugung, wir sollten hier keine unergiebigen ideologischen Debatten führen über Verstaatlichung oder Privatisierung, sondern wir sollten die Optimierungspotenziale nutzen im bestehenden System. Und die sind aus unserer Sicht gewaltig. Und deshalb konzentrieren wir uns auch ganz bewusst auf Aspekte ohne einen Systemwechsel bei der Organisation, die wir jetzt umsetzen können, und gehen damit den Weg weiter, den auch das BMI in der letzten Wahlperiode schon begonnen hat. Wir wollen strukturelle Probleme bei den Passagier- und Gepäckkontrollen mit technologischen und organisatorischen Reformen dauerhaft beheben. Unser Ziel ist, dass die Sicherheitskontrollen schneller und effektiver werden, bei mindestens gleich hohen Sicherheitsstandards wie heute. Ich will auf die Probleme eingehen. Ein Problem ist in der Krise noch deutlicher geworden. Das sind die Zuverlässigkeitsüberprüfungen, die alle Beschäftigten zu Recht im Sicherheitsbereich durchlaufen müssen. Die dauern einfach zu lange. Und zudem sind sie nicht mal bundesweit gültig. Eine Zuverlässigkeitsüberprüfung, die in Hamburg erteilt wird, muss keine Geltung in Köln oder in Stuttgart haben. Und umgekehrt gilt das Gleiche.
Wir sind der Meinung, diese Kleinstaaterei im Jahr 2020 ist absurd. Die ZÜPs müssen künftig bundesweit Geltung haben, meine Damen und Herren. Und auch das Personal, das früh morgens vor Dienstbeginn die eigenen Flughafenmitarbeiter kontrolliert, darf dann anschließend in der Regel nicht die Passagierkontrollen durchführen, weil es einen anderen Bildungsgang gibt und andere Behördenzuständigkeiten. Das heißt, obwohl beide dieselben Tätigkeiten ausführen, sind sie nicht flexibel einsetzbar. Auch dies wollen wir ändern mit einer Vereinheitlichung der Ausbildung, damit die Mitarbeiter beide Kontrolltätigkeiten auch ausüben können. Und last but not least, nicht nur im europäischen Ausland, sondern auch am Flughafen München gibt es bereits Kontrollspuren mit moderner Computertomographie. Diese CT-Technik ist komfortabel und sie beschleunigt vor allen Dingen die Vorgänge, weil die Passagiere zum Beispiel ihre Laptops und Tablets nicht mehr auspacken müssen. Wir wollen, dass diese moderne CT-Technologie flächendeckend an allen deutschen Flughäfen zum Einsatz gebracht wird, meine Damen und Herren. Und ich komme zum Schluss. Ich glaube, wir können froh sein, dass wir einen so hohen Standard an Sicherheit im deutschen Luftverkehr haben. Der ist von allen Akteuren, die beteiligt sind, auch anerkannt. Das wollen wir unbedingt auch bewahren. Aber wir müssen jetzt mal Verbesserungen im System umsetzen. Wir sehen auch in diesen Tagen, dass die keineswegs behoben sind. Wir wollen den Luftverkehr krisenresistenter machen, aber vor allen Dingen auch passagierfreundlicher. Und hierfür bietet unser Antrag sehr viele gute Ansätze. Und deswegen werben wir auch um Zustimmung im weiteren Verfahren. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Peggy Schierenbeck. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Viele Menschen in Deutschland blicken dem Sommerurlaub Jahr für Jahr sehnlichst entgegen. Ferne Ziele, weite Strände, sich einfach mal ein oder zwei Wochen von den Strapazen des Alltags erholen. Doch wer diesen Sommer das Urlaubsparadies suchte, musste zuerst durch eine kleine Hölle. Bundesweit gestrichene Flüge, verlorenes Gepäck, lange Warteschlangen, auch an den Sicherheitskontrollen, dem Nadelöhr jedes Flughafens. Dieses Nadelöhr ist noch kleiner geworden, weil wir zu wenig Personal an den Flughäfen haben. Viele Angestellten in der Luftsicherheit wurden während des Corona-bedingten Reisestopps entlassen und haben sich einen neuen Job suchen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dadurch sind der Luftsicherheitsbranche viele Arbeitskräfte dauerhaft verloren gegangen. Gleichzeitig haben viele Branchen schon sehr lange einen hohen Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitskräften. Die Unternehmen sind in der Konkurrenzsituation um die besten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auch in der Luftsicherheit macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar und zeigt sich eben in den uns leider bekannten schier endlosen Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen. Als SPD sprechen wir uns daher schon lange dafür aus, dass wir das Modell an unseren Flughäfen umsetzen, das bei guten Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu kurzen Warteschlangen führt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Passagier- und Gepäckkontrollen der Flughäfen bei vollständig oder mehrheitlich staatlichen Sicherheitsgesellschaften anstellt, das dafür sorgt, dass die Menschen sich in ihrem Job wohlfühlen, das den Menschen mit Respekt begegnet. Das Modell, das diese Kriterien bisher erfüllt, ist das Münchner Modell. Mit dem Münchner Modell bieten wir den Menschen sichere und dauerhafte Stellen. Wir bieten ihnen einen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Und wenn der Job krisensicher ist und das Gehalt stimmt, dann, und das weiß jeder Arbeitgeber, zahlt sich das aus. In Bayern hat man so eine hohe Zufriedenheit, eine hohe Motivation und eine geringe Fluktuation festgestellt. Meine Damen und Herren, nicht mit dem Antrag der Union, sondern zum Beispiel mit dem Münchner Modell können wir die Luftsicherheit zu einer attraktiven und krisenfesten Branche machen. Ich lehne den Antrag der Unionsfraktionen ab, weil er ein hektischer Versuch ist, den Markt ein Problem regeln zu lassen, das er schon längst in den Griff hätte bekommen müssen. Die Luftsicherheitsaufgaben müssen zurück in die öffentliche Hand. Wir haben die öffentliche Sicherheit im Flugverkehr in private Hände gegeben. Das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt müssen wir sie zurückholen. Meine Damen und Herren, ich kann nur dafür werben, dass wir uns schon allein der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zuliebe die langfristige Umsetzung zum Beispiel des Münchner Modells, das sich bereits sehr gut bewährt hat, auf die Tagesordnung setzen.
Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion spricht Dirk Brandes. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch auf den Zuschauerrängen. Die CDU möchte Lehren aus dem Flughafen-Chaos ziehen. Dafür soll die Zuverlässigkeitsprüfung der Kontrollmitarbeiter verkürzt und die Durchführungsverantwortung für die Sicherheitskontrollen an die Flughafenbetreiber übertragen werden. Die Gepäck- und Sicherheitskontrollen sind jedoch ein Teilbereich der Terrorbekämpfung. Sicherheitsempfindliche Tätigkeiten sollen nach Willen der CDU jetzt durch Dumpinglöhner und Sozialhilfeempfänger durchgeführt werden, nicht mehr unter Verantwortung der Bundespolizei. Wenn ich Ihren Antrag so lese, stelle ich mir aber die Frage, gehören neben Clans in NRW nun auch Gefährder zum erweiterten Wählerklientel der CDU? Luftverkehr ist nach wie vor bevorzugtes Ziel des internationalen Terrorismus. Die Sicherheitsbehörden warnen nicht ohne Grund immer wieder vor einer möglichen Rekrutierung sogenannter Innentäter an Flughäfen. Deswegen ist es von höchster Notwendigkeit, dass hier nur überprüftes, loyales und absolut zuverlässiges Personal eingesetzt wird. Unsere Haltung als AfD ist hier unmissverständlich. Wer an der Passagier- und Gepäckkontrolle eingesetzt wird, muss seine Zuverlässigkeit durch eine umfassende Überprüfung, zum Beispiel im Rahmen einer Ü1, nachgewiesen haben. Die Einbeziehung der Bundespolizei, der Zollkriminalämter, der Verfahrensregister und der Staatsanwaltschaften ist dabei von oberster Priorität. Deswegen kritisieren wir auch die Entscheidung unserer SPD-Innenministerin, türkische Gastarbeiter ohne umfassende Überprüfung für sicherheitsempfindliche Tätigkeiten einzusetzen. Positiv finde ich, dass die Union unserer Forderung nach inländischen Arbeitskräften und modernster Sicherheitstechnik im Antrag übernommen hat. Aber den Personalmangel und das daraus resultierende Chaos an unseren Flughäfen lösen wir nicht durch Zahlen von Niedriglöhnen. Den Personalmangel lösen wir auch nicht durch unsichere Jobperspektiven, zum Beispiel durch ihre aller Corona-Hysterie. Der Personalmangel ist verursacht durch schlechte Arbeitsbedingungen. Das ist der Grund, warum die Leute an den Flughäfen schlicht und ergreifend hinschmeißen. Deswegen müssen wir dem Berufsbild Luftsicherheitsassistent eine Perspektive geben. Wir brauchen sichere statt nur flexible Beschäftigungsmöglichkeiten. Luftsicherheit ist eine staatliche Hoheitsaufgabe. Die Durchführungsverantwortung muss bei der Polizei angesiedelt bleiben. Personen, die für die Bundespolizei tätig werden, sollen nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz einer einfachen Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden können. Dann hätten wir eine einheitliche Zuverlässigkeitsüberprüfung, wie Sie das von der Union auch fordern. Und der Verfassungsschutz übernimmt endlich eine sinnvollere Aufgabe, als die demokratische Opposition zu bespitzeln. Machen wir die Jobs an den Flughäfen wieder attraktiv, dann verhindern wir auch die chaotischen Verhältnisse für die Fluggäste. Wir freuen uns auf die Beratung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Marcel Emmerich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Die Situation an den deutschen Flughäfen war diesen Sommer zweifellos desaströs. Für viele Menschen hatte der Urlaub dadurch nichts mit Erholung und Entspannung zu tun, sondern endete bei An- und Abreise oft im Chaos. Meine Schwägerin wappnete sich deswegen und ging extra 8 Stunden vor Abflugzeit zum Flughafen, um möglichen Chaossituationen auszuweichen. Wir müssen den Blick auf die nächste Sommersaison richten. Wir müssen da Abhilfe schaffen und Vorsorge treffen. Das ist jetzt ganz entscheidend. Und ich kann es der Union an dieser Stelle mal wieder nicht ersparen, darauf hinzuweisen, wer denn die letzten 16 Jahre in diesem Land die Verantwortung in der Regierung getragen hat. Ich weiß, das passt Ihnen nicht, aber diesen Fakt kann man an dieser Stelle einfach mal wieder nicht unerwähnt lassen.
Das muss man an der Stelle mal wieder herausstreichen. Es liegen nun verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Es gibt ja auch konstruktive Vorschläge aus Ihrem Antrag, will ich sagen. Es gibt das bayerische Modell, das Konzept Neue Welt oder die GdP-Vorschläge zur Neuordnung der Organisation der Luftsicherheitsaufgaben. Und das schauen wir uns jetzt alles sehr intensiv an und prüfen Stärken und Schwächen der einzelnen Modelle. Man kann schon sehen, es wird auf die Schnelle nicht möglich sein, die Kontrollen an den Flughäfen ganz in staatliche Hände zu legen, wie das in Bayern der Fall ist, auch wenn in meinen Augen prinzipiell einiges dafür spräche. Es ist so, die privaten Sicherheitsdienste werden auf absehbare Zeit weiterhin eine sehr zentrale Rolle übernehmen. Und das ist vollkommen klar, da darf es unter keinen Umständen Rabatt bei der Sicherheit geben. Deswegen finden wir es auch ganz grundsätzlich wichtig und haben das im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die privaten Sicherheitsdienste mit verbindlichen Standards in einem eigenen Gesetz reguliert werden. Das ist wirklich lange überfällig. Und natürlich kann man den Personalmangel in deutschen Flughäfen, an deutschen Flughäfen auch nicht losgelöst lassen von der allgemeinen Fach- und Arbeitskräftesituation in Deutschland. Man wird sicherlich auch hier an einigen Stellschrauben drehen können und müssen, um sowohl die Abfertigung selbst als auch den Einsatz von Personal schneller und effektiver zu gestalten. Und hier sollte man durchaus zusammen mit den Ländern schauen, was möglich ist, ohne die Sicherheit zu gefährden. Ein entscheidender Faktor ist es natürlich, qualifiziertes Personal zu finden. 7.000 Beschäftigte fehlen an deutschen Flughäfen. Und da möchte ich Sie, Herr de Vries, ansprechen. Sie haben ja selber gesagt, dass es den allgemeinen Arbeitskräftemangel in diesem Land gibt. Und wenn man sich Ihren Antrag anschaut, dann sieht man, dass eine entscheidende Forderung fehlt, nämlich ein modernes Einwanderungsrecht, mit dem wir auch hier Abhilfe schaffen können, mit dem wir dafür sorgen können, geeignete Fach- und Arbeitskräfte auch in der Luftsicherheitsbranche zu finden, auszubilden. Das ist etwas, das wir auf den Weg bringen werden. Da sorgen wir für ein modernes Deutschland und sorgen an dieser Stelle auch dafür, dass wir in der Luftfahrtbranche vorankommen. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort Thomas Lutze. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Nach 2 Jahren gravierender Einschränkungen im Reise- und Urlaubsverkehr durch die Corona-Pandemie kam es vollkommen überraschend, dass die Menschen im Falle einer weitgehenden Lockerung dieser Beschränkungen wieder Urlaub machen wollen. Und man konnte auch niemand wirklich ahnen, dass ab Mitte Juni 2022 die Sommerferien in den Kalendern standen, was viele Familien dazu veranlasste, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ihren wohlverdienten Jahresurlaub zu buchen. Und wenn man dann teilweise auf nur 30% des Flughafenkapazitäten beim Sicherheitscheck zur Verfügung stehen, dann ist es auch vollkommen überraschend, dass hier Chaos entsteht und dieser Chaos Wochen und Monate lang Alltag war. Nach so viel Ironie und Sarkasmus aber zu den Fakten. Wir sollten uns zuallererst einmal bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die an den Flughafen ihren Dienst gemacht haben. Nicht selten waren sie die Einzigen, die sich den Unmut von zu Recht frustrierten Reisenden anhören mussten, weil die Verantwortlichen von den Verantwortlichen niemand in der ersten Reihe stand, es sei denn getarnt als Fluggast. Zweitens. Wir sollten auch einmal vorsichtig hinterfragen, warum diese Situation eingetreten ist und dass man nicht alles immer auf Corona und deren Folgen abzuschieben kann. Seit Jahren muss immer alles flexibler, billiger, privater und wettbewerbsgerechter werden. Und dieser Wettbewerbsfetischismus ist uns hier mal so richtig auf die Füße gefallen. Bei vielen Beschäftigten am Sicherheitscheck ist Folgendes an der Tagesordnung. 7 Tage der Woche sind Werktage. Die Arbeitszeit wird nur von wenigen Nachtstunden unterbrochen. Geteilte Dienste, also zum Beispiel früh 4 Stunden und abend 4 Stunden arbeiten, sind keine Seltenheit. Und oft arbeiten die Beschäftigten mit befristeten Arbeitsverträgen oder bei Leihfirmen. Ich kann hier jeden und jede verstehen, die spätestens Corona zum Anlass genommen haben, sich einen neuen Job zu suchen. Auch das war wenig überraschend. Als Linke fordern wir, die Sicherheitskontrollen an öffentlichen Flughäfen gehören, was das Personal angeht, in den öffentlichen Dienst. Das sind auch hoheitliche Aufgaben. Dies würde die Arbeitsbedingungen, den Verdienst und die Langfristigkeit von Arbeitsplätzen verbessern.
Systembedingte Ausfälle wie bei Corona müsste dann die Öffentlichkeit bezahlen und nicht die Beschäftigten und die Fluggäste. Leider fehlt dies, auch wieder vollkommen überraschend, im Antrag der Union. Vielen Dank und ein herzliches Glück auf. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Manuel Höferlin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Tagesordnungspunkt, den wir gerade besprechen, ist ein wichtiges Thema, weil viele Menschen in Deutschland, wenn sie geschäftlich unterwegs sind, in den Urlaub unterwegs sind oder einfach am Flughafen irgendwo hin wollen, aus welchem Grund auch immer, bemerken, dass sie nicht zügig durch die Kontrollen kommen, ihr Gepäck fehlt. Und dass da etwas nicht stimmt, merkt jeder. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich den Antrag, Titel die Woche, Anfang der Woche gelesen habe und habe gesagt, ich bin immer gespannt, was die Union uns jetzt vorschlägt. Und habe ihren Antrag genommen und habe ihn gelesen und habe dann festgestellt, dass sie die Situation beschreiben. Und ich dachte, wow, da musste man nachgucken, seit wann eigentlich dieses System besteht, das da so schlecht funktioniert. Und stellen Sie sich vor, das gibt es seit längerem. Ich weiß nicht, ob es seit 16 Jahren ist, aber ich habe mal nachgeguckt, wie viele Innenminister von welcher Partei da waren, die dieses System aufgebaut haben. Und stellen Sie vor, es waren Sie. Ich war total überrascht. Und dann schreiben Sie in der Bewertung, also in der Lagefeststellung, und ich zitiere, ein wesentlicher Grund für das Flughafenchaos, dann ein bisschen Lyrik, ist die fragmentierte Organisation der staatlichen Luftsicherheitskontrollen in vielen deutschen Flughäfen. Und wer hat es gemacht? Sie haben es gemacht. Sie haben das organisiert in den letzten Jahren. Wir waren es nicht. Und Sie schreiben auch, dass es strukturelle Probleme daran gibt und dass man ganz dringend etwas ändern muss. Und ich teile das vollständig. Ich teile das vollständig. Dann, die Lagebeschreibung ist viel, viel Dinge, die jeder weiß. Sie sind nichts Neues. Und Sie beschreiben eigentlich, oder Sie schreiben eigentlich ein Zeugnis über Ihre Zeit im Innenministerium und ehrlich gesagt haben sich mit Ihrem Einleitungstext ein ungenügend ausgestellt. Aber ich will erst mal als auf den Forderungsteil weitergehen, weil Sie schreiben ja zu Recht, wir müssen etwas ändern. Und das ist auch richtig so, weil so wie Sie es gemacht haben, kann es nicht bleiben. Also haben wir ja auch einige Dinge uns vorgenommen als Koalition. Was wir uns vorgenommen haben, sind zum Beispiel, dass Luftsicherheitskontrollen sicher und passagierfreundlich durchgeführt werden müssen. Ja. Und was machen wir? Sie beschreiben in Ihrem Forderungskatalog eigentlich wieder den Status quo. Sie beschreiben in Ihrem Forderungskatalog, also da gibt es das bayerische Modell, das ist ganz gut, und da kommt jetzt dann in wenigen Wochen das Frankfurter Modell, das ist auch ganz gut, und das müssten wir auch irgendwie weitermachen, und dann fordern Sie noch irgendwie ein Pilotprojekt an einem weiteren Flughafen, und das, was in Frankfurt jetzt kommt, das wollen Sie in einem Jahr, Ende 2023, evaluieren, also nach dem nächsten Sommerurlaub. Kann man machen, ist aber nicht wirklich hilfreich im nächsten Sommerurlaub, meine Damen und Herren. Deswegen glaube ich, wäre es klüger, wenn das, was eigentlich schon auf den Weg gebracht ist, das wir auch machen als Koalition, vielleicht zeitnah begleiten. Und der Kollege Emmerich hat es ja gesagt, wir sind derzeit in Gesprächen, und ich kann Ihnen versichern, wir sind in Gesprächen, wie wir das System zukunftsfest aufstellen wollen. Weil so wie Sie den Karren bei der Luftsicherheit in den Dreck gefahren haben, müssen wir ihn halt wieder rausziehen. Aber das werden wir tun. Und am Ende werden wir ein anderes System davon haben, meine Damen und Herren. Interessant und richtig übrigens, ist das Problem der Zuverlässigkeitsüberprüfungen bei dem Personal, das da arbeitet. Und es spielt übrigens keine Rolle, wie dieses Personal am Ende eingestellt wird. In welchem System. Diese Personen werden auch in Zukunft zuverlässigkeitsüberprüft sein müssen. Die Zuverlässigkeitsüberprüfungen werden von den Ländern durchgeführt, und das schreiben Sie auch im Forderungskatalog. Wir sprechen auch mit den Ländern darüber. Aber am Ende müssen die Länder ein schnelleres System entwickeln, wie sie Zuverlässigkeitsüberprüfungen durchführen. Und ich habe noch mal nachgeschaut, die FDP stellt keinen Länderinnenminister. Es sind allerdings viele Ihrer Kollegen, die dort stehen. Sprechen Sie doch mal mit den Ministern, die das machen. Übrigens ist es gar nicht so trivial, das wissen Sie auch, weil in den Ländern das ganz, ganz unterschiedlich aufgestellt ist. Am Ende muss ich sagen, Ihr Forderungskatalog, Ihr Antrag, das, was Sie fordern,
ist eine Verpackung ohne Inhalt. Sie beschreiben das, was Sie seit Jahren aufgestellt haben, fordern uns zu etwas auf, was wir schon längst machen, und beschreiben mit viel Lyrik, dass etwas geändert werden muss, was wir auch schon tun, weil natürlich ein neues System aufgestellt werden muss, weil das, was Sie uns hinterlassen haben, das funktioniert nicht. Und Frau Wittmann, Sie haben vorhin so schön reingerufen. Ja, das, was Sie gemacht haben, hat ja auch jahrelang funktioniert. Sie haben also selbst zugegeben, dass das, was uns jetzt Probleme macht in dieser Situation, Ihr System ist. Und Sie können sich ja gleich noch mal dazu äußern, warum Ihr System so gut für die Zukunft gerüstet sein muss. Das haben Sie ja jahrelang betrieben. Ich kann Ihnen eins sagen. Wir werden als Koalition ein System entwickeln, in dem Luftsicherheit sicher ist und Passagierfreundlichkeit. Und das, was Sie 16 Jahre uns hinterlassen haben, können wir nicht innerhalb von Monaten aufräumen. Die Zeit nehmen wir uns, und so lange werden Sie warten müssen. Für die CDU/CSU hat das Wort die Kollegin Mechthilde Wittmann. Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, Kolleginnen und Kollegen. Ja, in der Tat ist es notwendig, dass wir erstmals eingreifen müssen, denn erstmals, seit Sie am Ruder jetzt sind, hat es nicht geklappt in diesem Jahr. Erstmals. Und ich sage Ihnen eines, die Flughäfen sind nicht nur Infrastruktur- und Servicepartner für unsere Bürgerinnen und Bürger, sondern sie sind vor allen Dingen sichere Sicherheits- und Einreisekontrollen und müssen es sein, in dieser Zeit noch mehr als je zuvor. Und sie sind der Spiegel, den die Menschen mitnehmen, wenn sie Deutschland verlassen. Und deswegen können diese Zustände nicht hingenommen werden. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns doch einmal differenzieren. Wir haben Flughäfen, die auch ohne irgendeine Belastungsspitze einfach nicht zurechtkommen. Blühendes Beispiel kennt fast jeder hier im Hause: Berlin. Wir haben Flughäfen, die zu Stoßzeiten in Schwierigkeiten geraten. Beispiel Düsseldorf. Das stimmt, auch ohne Stoßzeiten kommen die in Probleme, genauso ist es. Und wir haben Flughäfen, da funktioniert es, auch wenn unerwartet eine hohe Passagierzahl auftritt, und zwar auch bei den Gepäck- und Sicherheitskontrollen. Das blühende Beispiel ist München. München übrigens in der Hand der Union, und wo wir erfreulicherweise seit vielen Jahrzehnten meistens alleine regieren können. Mit München ist die Landeshauptstadt Bayerns gemeint, weil Bayern dieses im Griff hat und dieses gut machen kann. Wir konnten in der Krise diesen Sommer sogar das Gepäck aus Frankfurt noch mit abfertigen, das liegen geblieben war. Ein Beispiel für funktionierende Flughafeninfrastruktur. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns auch die Probleme differenzieren. Bei der Gepäckabfertigung ist das Problem relativ einfach. Es war nicht zu erwarten, dass der Flugverkehr so anzieht. Aber jetzt sage ich Ihnen eines. Zu dem Zeitpunkt hatten wir eine Arbeitslosenzahl von 2.363.000 hier in Deutschland. Sie wollten 2.000 türkische Staatsbürger anwerben. Eine gute Idee, wollen Sie mir sagen, dass von diesen über 2 Millionen nicht mal 0,0001 Promille in der Lage gewesen wären, eventuell Gepäck mitzuverlagern? Wirklich? Was das ist, ist ein Symptom Ihrer Politik. Die Vermittlung von Arbeitskräften hat nicht funktioniert, und mutmaßlich gibt es auch keinen Anreiz mehr. Denn Sie haben die Sanktionen ausgesetzt, es gibt kein Lohnabstandsgebot mehr. Das erste große Symptom Ihrer falschen Politik, meine Damen und Herren. Sie haben überhaupt nichts hingekriegt. Sicherheitskontrollen, meine Damen und Herren, waren das zweite Problem. In der Tat, und das ist unser Problem, die Zuständigkeit des Bundes. Natürlich hatten wir einen hohen Krankheitsstand. Aber ich sage Ihnen auch eines, es ist auch eine Frage, wie die ganzen Geschichten angegangen werden. Und in München haben wir nun mal eine Gesellschaft, die vollständig in bayerischer Hand ist und aus diesem Thema auch entsprechend gelenkt und geführt wird. Und dort funktionieren die Sicherheitskontrollen auch in Stoßzeiten und auch, weil moderne Technik, der Kollege hat es angeführt, bereits seit längerem hoch erfolgreich angewendet wird. Und in anderen Flughäfen ist das eben nicht so. Und meine Damen und Herren, es ist auch keine Lösung, dann auf die Bundespolizei zu gehen und zu sagen, die müssen jetzt da auch noch mit aushelfen. Denn sie haben einen erheblichen Anstieg der neuen Aufgaben. Dafür ist der laufende Haushalt absolut unzureichend. Und dazu haben sie im Einzelplan 06 für die Frage der Luftsicherheit, man höre und staune, im kommenden Jahr im Vergleich zu 2022, also nicht 21, 22,
um 1,5 Milliarden gekürzt. Und das ist keine Frage der Umsatzsteuer. Die ist nämlich bereits in 2021 ausgesetzt worden. Und damit ist dieses schlicht und ergreifend ein Versagen der Unterstützung der Luftsicherheit und damit auch der Sicherheitskontrollen. Und deswegen, meine Damen und Herren, kann ich Sie nur nochmals bitten, stimmen Sie unserem Antrag zu. Er sagt genau die richtigen Dinge, wie es gemacht werden muss. Und auf diese Art und Weise werden wir für die Reisenden auch wieder ein vernünftiges System anbieten können, so wie München. Herr Hövelin, ich danke, es seit Jahren anbieten kann, weil es dort einfach gut läuft, unter Unionsführung seit vielen Jahrzehnten. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Sebastian Fiedler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nach der Rede Bayern First bin ich ja wirklich froh, dass das mit dem Ministerpräsidenten mit der Kanzlerkandidatur nicht geschafft hat. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Antrag. Das ist ja vielleicht der spannendere Teil, über den wir zu sprechen kommen. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass Sie drüber geschrieben haben, Lehren aus dem Flughafenchaos, weil ja tatsächlich doch eigentlich die Unionsfraktion sonst immer für Sicherheit zu haben wäre. Ich hätte drüber geschrieben, Sicherheit im Flugverkehr, weil wenn man tatsächlich sich den Antrag selber und jetzt nicht nur Ihre Reden anschaut, dann kommt man wirklich zum Ergebnis, dass Sicherheit wirklich so ein bisschen untergeordnete Bedeutung zu haben scheint. Das wundert mich ein bisschen. Das unterscheidet jedenfalls den Text, den reinen Text des Antrages von der Haltung der Bundesinnenministerin und von der Haltung der Ampel. Sicherheit steht an erster Priorität, unverrückbar. Das muss man ganz klar sagen. Der zweite Punkt ist übrigens, das wird zu selten erwähnt, ich glaube, für die Passagiere war das übrigens auch derzeit so. Alle, die geschimpft haben, glaube ich, es wird kein einziger dabei gewesen sein, der gesagt hätte, zu Lasten der Sicherheit wäre es uns lieber, wenn wir jetzt mal schneller raus gewesen wären. Deswegen möchte ich noch mal ganz deutlich sagen, auch von hier aus noch mal der herzliche Dank an die Bundespolizei, die Landespolizei und all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Sicherheit trotz der Hektik in diesem Sommer und weiterhin gesorgt haben. Jetzt noch mal ganz kurz zu Ihrem Antrag. Er hat im Prinzip so zwei Elemente. Der eine Teil versucht, im ersten Beschreibungsteil so ein Chaos herbeizureden, das übrigens nicht bei allen Flughäfen der Fall gewesen ist, wie Sie ja selber gerade festgestellt haben. Insbesondere in Bayern offenbar war es ja offenbar nicht der Fall. Und im zweiten Teil listen Sie so ein bisschen auf, was alles zu tun sein soll. Also zum ersten Teil, was ist tatsächlich geschehen durch die Bundesregierung? Personalbestand wurde bei 80-85% gehalten. Es ist sehr viel Geld investiert worden. Betriebsbedingte Kündigungen sind abgewendet worden. Kurzarbeit ist investiert worden. Wir haben das Mindestauftragsvolumen festgehalten. Da ist richtig Geld investiert worden in dieser Zeit. Unter anderem sind Luftsicherheitsgebühren gestundet worden, Steigerung der Durchsatzraten, teilqualifiziertes Übergangspersonal bei gleichbleibender Sicherheit ist eingesetzt worden. Die Bundespolizei hat sich engagiert. Örtliche Konferenzen sind gemacht worden, Arbeitsgruppen mit den Dienstleistern und natürlich Dialoge mit den Ländern. Also insoweit will ich mal sagen, Ihr Antrag vorne ist eine pure Unverschämtheit gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien, die sich wirklich den Hintern aufgerissen haben in diesem Sommer. Das sollten Sie sich noch mal genauer überlegen. Und im Übrigen hat sich ja auch gezeigt, dass in den Osterferien das Ganze durchaus etwas besser funktioniert hat. Und man muss an dieser Stelle durchaus einmal noch erwähnen, das darf jetzt nicht unerwähnt bleiben, dass die Wirtschaft hier durchaus einen Teil der Verantwortung trägt. Das muss man durchaus sagen. Das Ministerium hat versucht, darauf hinzuwirken, dass die Zeiten entzerrt werden. Wenn natürlich sehr viele Flieger gleichzeitig abheben, hat das Auswirkungen. Das kann, und das wollen Sie wahrscheinlich auch nicht, die Bundesregierung nicht bis ins Letzte beeinflussen. Check-in-Schalter war ein Thema, Umgang mit den Fastlanes war ein Thema und die 2000 Leiharbeiter, das war im Übrigen nicht eine Idee der Bundesregierung, sondern der Luftfahrtindustrie. Deren Vorschlag war es und die Bundesregierung hat alles unternommen, um die anzuwerben und leider konnte die Luftverkehrsindustrie ihre Dinge nicht einsetzen. Und jetzt am Ende kann ich es ganz einfach machen, nämlich ich habe mir einfach nur dahinter geschrieben, hinter Ihre Forderungen, wie wir die so einschätzen. Zuerstens, Zertifizierung erfolgt. Zweitens, läuft.
Drittens, längst in Arbeit. Viertens, schon fast fertig erarbeitet. Fünftens, Qualifikationsmodule fertig. Sechstens, Evaluation erfolgt bereits. Siebtens, Gespräche mit Flughafenbetreibern laufen schon längst. Achtens, Digitalisierungsprojekte laufen schon längst. Biometrie in dem Zusammenhang versteht kein Mensch. Neuntens, bester Anbieter erhält den Zuschlag Sicherheit first. Zehntens, bereits erfolgt, Luftsicherheitsgebührenverordnung seit Jahren überarbeitungswürdig. Wer war noch mal im Amt? Ich erinnere dran. Elftens, kommen Sie bitte zum Schluss. Die Bundesregierung rekrutiert keine Mitarbeiter. Wer hat eigentlich den Text geschrieben? Also, der Antrag ist nicht von gestern, der ist von vorgestern. Wir sind 10 Schritte weiter. Das muss ich zu Ihrer Enttäuschung wirklich sagen. Letzter Satz, bitte, Herr Kollege Fiedler. Danke. Und für Bündnis 90 Die Grüne hat das Wort die Kollegin Susanne Menge. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist nicht nur ein Antrag von vorgestern, wir haben ihn jetzt zum zweiten Mal. Wir haben ihn ja bereits vor wenigen Monaten debattiert und das sommerliche Flughafenchaos ist in meinen Augen jedenfalls nicht das größte Problem, das wir im Bereich des Luftverkehrs aktuell haben. Sei es drum, die unzureichende Personalsituation war nicht nur, wie Sie schreiben, pandemiebedingt. Kritisch muss man anmerken, dass im Zuge der Corona-Pandemie mehr Personal entlassen wurde, als angesichts des ausgeweiteten Kurzarbeitergeldes und weiterer massiver Unterstützungsmaßnahmen unbedingt nötig gewesen wäre. Zumindest die Lufthansa hat das selbst eingeräumt. In der Krise sollten offenbar nicht nur bestehende, sondern auch kommende Personalkosten gedrückt werden. Dass zudem entlassene MitarbeiterInnen nicht an ihre Arbeitsplätze an den Flughäfen zurückkehren wollten, wirft auch ein Schlaglicht auf die dortigen Arbeitsbedingungen. Sie kritisieren, dass die Bundesregierung nicht zügig Abhilfe für die von der Branche selbst zu verantwortenden Probleme geschaffen hat. Dieser Kritik schließe ich mich nicht an. Anders sieht es allerdings mit einer Verbesserung der Passagier- und Gepäckkontrollen an den Flughäfen aus. Kein Mensch kann sich ernsthaft unnötig komplizierte Prozesse wünschen. Mit Ihren diesbezüglichen Vorschlägen können wir zumindest teilweise mitgehen. Das Projekt Neue Welt am Flughafen Frankfurt zum Beispiel ist ein guter Versuch. Der Fraport wird ab 2023 mit der Aufgabe beliehen, die Luftsicherheitskontrollen selbst zu steuern, passend zur jeweiligen Gesamtsituation am Terminal. Es ist naheliegend, dass es dem Flughafenbetrieb leichter fällt, als der Bundespolizei auf Basis der Flugpläne das Personal so zu disponieren, dass keine unzumutbaren Wartezeiten entstehen. Es ist sinnvoll, diese sowie weitere alternative Prozesse zu evaluieren und gegebenenfalls Konsequenzen daraus zu ziehen, was ja auch bereits passiert. Daneben fordern Sie aber auch Maßnahmen zur Eindämmung der Kosten für die Passagier- und Gepäckkontrollen. Hierbei steht für uns fest, weiteres Steuergeld dürfen diese Maßnahmen nicht beinhalten. An manchen Flughäfen sind die Luftsicherheitsgebühren schon jetzt nicht kostendeckend und die Luftsicherheitskontrollen wurden am Ende Ihrer Regierungszeit von der Umsatzsteuer befreit, beides auf Kosten der SteuerzahlerInnen. Für uns gilt ganz klar, bessere Organisationsformen ja, mehr Steuergeld aber nein. Für die SPD-Fraktion hat das Wort Anja Troff-Schawarzik. Jetzt mache ich richtig. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass wir zum wiederholten Mal so intensiv über die Wege zu einem stabilen Flugbetrieb reden hier im Bundestag. Das haben wir, wie die Kollegin Menge gerade schon gesagt hat, erst im Juli getan. Und da war die Essenz der Plenardebatte, dass der Luftverkehr ein äußerst komplexes System ist mit verschiedenen beteiligten Akteuren und Berufsgruppen. Und deswegen ist es eben schwierig, von jetzt auf gleich zu einem störungsfreien Betrieb zurückzukehren. Der Antrag der Union trägt diesen Erkenntnissen aber nur sehr bedingt Rechnung und vermittelt, dass alles ganz einfach sei und die Bundesregierung über Nacht alle Probleme bewältigen könnte. Laut Ihrem Antrag stehen viele Menschen ohne Arbeit sofort bereit, um an den Flughäfen Hilfstätigkeiten zu übernehmen. Sie suggerieren, es habe sich bisher nur niemand darum gekümmert. Sie wissen, dass dies angesichts annähernder Vollbeschäftigung, der persönlichen Realitäten der Betroffenen
und des ohnehin vorhandenen starken Engagements der Jobcenter für diese Menschen oft unrealistisch ist. Aber immerhin haben Sie damit eine Schlagzeile produziert. Dazu herzlichen Glückwunsch. In meiner Rede in der letzten Debatte habe ich kritisiert, dass die CSU-geführten Ministerien in der letzten Legislaturperiode die Übernahme der Luftsicherheitskontrollen durch staatliche Gesellschaften wie im Münchner Modell nicht weiterverfolgen wollten. Heute fordern Sie genau das von der Bundesregierung. Aber auf der anderen Seite loben Sie zugleich das Konzept Neue Welt des Frankfurter Flughafens, eben das Gegenteil der Organisation in München. Das verwirrt mich etwas. Was wollen Sie denn nun? Viele andere Forderungen der Union sind bereits durch aktives Handeln erledigt. Ein Luftfahrtgipfel fand statt. Die Verfahren der Zuverlässigkeitsprüfung wurden beschleunigt und die beteiligten Ministerien sind im ständigen Dialog zu weiteren Maßnahmen. Wie Sie sehen, viele Verbesserungen sind längst umgesetzt und auf den Weg gebracht. Das hat der Kollege Fiedler gerade auch sehr deutlich gemacht. Von daher sehen wir keine Notwendigkeit für diesen Antrag und lehnen ihn deshalb ab. Danke schön. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 3934 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es Ihrerseits weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den